Hallo meine Rambas, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Warships. Und ja, es wird langsam langweilig für euch, ist mir aber egal, weil die Kreuzer der Deutschen will ich einfach spielen und dementsprechend tue ich euch nochmal den Tier 6 Kreuzer Nürnberg an, weil es an sich ein sehr, sehr gutes Schiff ist und so von der Art und Weise mich so ein bisschen an die Cleveland erinnert und die Cleveland wiederum ein Schiff ist, was mir sehr viel Spaß bereitet hat. Also, tut mir gar nicht lange rum, sondern schauen, wie dieses eigentlich doch wirklich majestätische Schiff, diese Rundungen, diese Designs, ja, wie dieses majestätische Schiff sich so im Kampf verhält. Also, wir springen rein und hoffen, dass es gut wird. Ja, da sind wir also jetzt auch im Gefecht und ihr seht, es sind noch ein paar Sekunden. Das Aufrüsten des Rechners hat sich also gelohnt. Die Teammitglieder können wir uns aber mal anschauen. Wir sind hier mit unserem Tier 6 Top-Tier. Und haben ansonsten sogar noch Zweier dabei, also hier eine merkwürdige Bildung des Zuges. Gegner hat natürlich auch Sechser. Karte ist die Meerenge und wir starten beim Punkt A mit ein paar Schlachtschiffen, noch zwei anderen Zerstörern und zwei anderen Kreuzern und einem Zerstörer. Also gucken wir doch mal, wie wir da jetzt so performen können. Natürlich jetzt erstmal wichtig und notwendig, dass der Zerstörer da hoffentlich vorne was aufdeckt. Aber er sieht so aus, als ob er gar nicht direkt in die Richtung fährt, sondern gleich nach B hoch. Ja, dann drehe ich natürlich auch gleich so ein bisschen ab. Weil so direkt auf den Gegner drauf fahren will ich jetzt auch nicht, weil es ist nach wie vor eins der größten Nachteile bei den Deutschen, die gefühlt nicht vorhandene Panzerung, dafür der Ausgleich mit der schönen, tollen, langen Reichweite. Oh, da sehe ich gerade, oh, da wurde ich aufgedeckt, dass ich hier mal meine Gefechtseinstellungen noch mal vornehmen muss. Und zwar die Teamleisten anzeigen und den alternativen Gefechtsinterface-Modus. Ja. So, nun ist es wie gewohnt. Ah, die Murmansk ist natürlich weit weg, aber da ist ja auch eine Cleveland. Ihr seht schon die Geschwindigkeit des Nachladens, das ist absolut in Ordnung. Aber alles nicht so einfach. Da sind auch wirklich gefühlt sehr, sehr viele Gegner. Außerdem mit den Mods, die ich mir... Ich habe mir so einen Zoom-Out-Mod gemacht, dass ich so ein bisschen weiter rauszoomen kann. Allerdings kann ich jetzt gefühlt nicht mehr so weit reinzoomen. Jetzt auch nicht vielleicht der Riesenvorteil. Aber naja, egal. Wir gehen jetzt einfach mal auf die Kongo drauf. Kongo schießt aber nicht auf mich. Noch läuft sie bisher, also ein Hit genommen. Ja, ich schieße jetzt damit AP rein, dass ich hoffe, dass sie so ein bisschen konisch aufs Deck prallen. So wie jetzt so einer. So, wenn sie bleiben, wäre es ja gut, weil dann immer so ein bisschen für Schaden sorgen. Jetzt muss ich aufpassen, weil ich ramme jetzt hier fast ein Schlachtschiff, wie ich auf der Minimap sehe. Aber ne, alles noch gut. So, jetzt nimmt die Kongo auch mal Fahrt auf, dementsprechend weiter nach vorne aimen.
Aber sobald man sich mal einmal ein bisschen eingeschossen hat, trifft man die dann ganz gut. Weil die kann natürlich jetzt nicht einfach so mal schnell den Kurs variieren. Aber gefühlt hat sie noch mal ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Dementsprechend muss ich da doch noch ein bisschen korrigieren, was das Aiming angeht. Na, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das trifft jetzt hier ganz gut. So, und jetzt ist er auch außerhalb meiner Reichweite. Deswegen fahren wir jetzt da mal mehr hin und mehr in die Richtung. Muss aufpassen, Cleveland kommt von rechts. Also hier. Oh. Naja, eine Mini-Kollision. Die darf drin sein. So, die machen sie hier beide nicht mehr lang. Also den Gegner konnten wir schon gut dezimieren. Jetzt fahre ich deswegen mal so direkt quer rein, dass ich Richtung B komme. Mit der Prämisse, dass ich vielleicht auch noch hier ein wenig auf die Kongo schießen kann. Aber auch die Fuso, die haben eigentlich noch gut HP. Ja, ist einfach noch ein bisschen zu eng, bis ich da drauf komme. Aber irgendwann trifft auch ein blindes Huhn mal ein Korn. Ah, die sind so knapp. Ich finde ja dieses schräg wegfahren das Schwierigste zum Treffen. Da getroffen, aber ohne Schaden zu machen. Aber jetzt kommen dann Torps rein. So, jetzt hat er noch ein bisschen weggedreht. Und jetzt wird er da. Und in einem dürfte er reinfahren. Ah, nee, die. Ja, doch, hat getroffen. So, ich treffe zwar, aber einfach so minimal. Und da kommen nochmal Tops. Ja. Da ist er weg. Und ihr habt's gehört. Our team has taken the lead. Dann schießen wir jetzt mal auf die Fuso. Und da kommen jetzt die Schüsse schon ganz gut rein. Da haben wir jetzt den Vorteil der schnellen Schussfolge. Jetzt bremst die auch ab scheinbar. Schön, dass es bisher sich keiner auf mich einschießt. Das ist ganz angenehm. Mal aufpassen. Ich wollte gerade sagen, da kommt doch noch einer von meinen Leuten. Ich spiele jetzt AP-only, weil mir wurde immer gesagt, so von wegen, nee, die Deutschen. Oder was heißt, mir wurde gesagt, natürlich weiß ich, dass die Deutschen einfach sehr, sehr, sehr wenig Schaden mit ihren HE-Granaten machen. So, da kommt jetzt in New Mexico. Die kann mich natürlich gleich nochmal ordentlich Volley nehmen, sofern sie denn will. Deswegen, auch wenn die Reichweite nicht ganz klappt, aber vielleicht minimiert ihr das Ziel hier die Distanz zu mir. Und dementsprechend komme ich dann nochmal besser drauf.
Ganz schöner Hit eigentlich. Ja, die haben gut getroffen. Ach du Schande. Kommt eine Warspite. Ah ne, da ist ja. Die steht da direkt. Okay. Alles gut, alles gut. So, jetzt um die Cleveland rum. Die jetzt hier gerade rückwärts fährt. Also meine Torps sind natürlich erwartungsgemäß nicht angekommen. Das wäre jetzt aber auch ein bisschen ein Wunschdenken gewesen, um ehrlich zu sein. Okay, auf die Warspite komme ich jetzt nicht wirklich drauf. Deswegen werden wir gleich wieder auf die New Mexico schießen. Und ja, die geht ganz gut als Damage Pinata. Immer schön drauf. Vorne habe ich nur einen Turm, da muss ich natürlich ein bisschen dementsprechend mich ausrichten. Jetzt fahrt er auch auf mich zu. Aber das, da lassen wir uns jetzt gar nicht irritieren davon. Ah, da nicht mein Kill. Und jetzt nur noch die Fuso zuletzt. Aber man sieht auch mit AP auf Schlachtschiffe, da kann man doch was ausrichten. Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier ein Schlachtschiff hatten, was Tier 4 war, sondern auch schon ein Brummer. So, und die Fuso steht hier im Kartenrand. Da macht es uns nicht schwer, sofern sie da stehen bleibt. Kann man gut drauf. Es muss nur noch dann der Schuss dementsprechend sitzen. Aber wir sehen, also treffen tun wir schon mal. Nur der Schaden ist noch nicht so da, wie wir ihn haben wollen. Eigentlich ist er gar nicht da. Na, jetzt aber mal. Und die lief die Runde doch bisher ganz solide. Und da sieht man mal, da das Kartenrandfahren ist deutlich unspannender, als es vielleicht schon mal war. Aber ich glaube auch, dass sich hier die Fuso dem Schicksal ergibt. Die New Mexico, die jetzt da seitlich ankommt. Vielleicht mein Kill? Nein! Also so knapp daneben, dass es mein Kill gewesen wäre. Ja, das war doch eine schöne Runde. 239 Zieltreffer. Wir schauen in die Teamwertung mit 917 XP auf den 5. Platz gelandet und 70.000 Schaden. Ja, war jetzt vielleicht nicht das spannendste Gefecht, aber ich würde sagen, passt für die Tier 6 Stufe. 70.000 Schaden kann man lassen. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.